wie schön. Es ist so schön, hier zu sein. Wahnsinn. Ich bin Laura. Ich hab, das Line-Up ist, das ist wirklich krass, ne? Und jetzt bin ich auch hier. Ist das nicht schön? Ich bin, wie in, die, ich bin in diesem Video. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Das bin ich. Das bin ich heute. Geil. Nee, schön. Ich freue mich. Ich bin Laura und ich habe letztens so gemerkt, ich bin in vielen Sachen richtig, richtig schlecht einfach. Ich habe das letztens wieder so im Single sein zum Beispiel. Das liegt mir nicht, muss ich sagen. Es liegt mir wirklich gar nicht. Ich hatte meine erste Beziehung, hat direkt relativ lange gehalten so und dann war ich halt in so einem Modus, in so einem Beziehungsmodus und meine Freundin so, nee Laura, du musst auch mal Single sein in deinen 20ern, du musst mal was erleben und daten und so. Wie schlimm ist daten? Alter, ich wurde so hart verarscht. Die haben mich richtig verarscht, die haben mir gesagt, das wäre cool. Es ist schlimm, es ist ja wirklich Trauma, Trauma, Trauma. Vielleicht bin auch nur ich frustriert, ich weiß es nicht, weil mir wurde gefeedbackt, ich will immer viel zu früh, viel zu viel. Keiner kennt das von euch, okay, cool. Das wurde mir gesagt, manchmal bringe ich zum zweiten Date auch tatsächlich meine Mutter mit, muss ich dazu sagen. Aber für die Sicherheit, so ein bisschen für mein Gefühl, dann bin ich so, das ist Martina, sie ist jetzt auch deine Mutter. Die freut sich ja auch mal dabei zu sein. So. Das ist denen zu früh. Muss ich sagen, das wurde mir rückgemeldet. Das ist ein bisschen zu früh, Laura, du willst zu viel zu früh. Aber ich treffe auch ganz oft so, kommst du heute nicht, kommst du morgen Menschen, kennt ihr die? Die wollen sich nicht festlegen. So, das sind so coole, bei mir immer Männer, weil ich Männer date und die haben meistens so eine Cappy so falsch rum an und die haben so ein Startup-Unternehmen. Die wissen nicht, was sie übermorgen machen. Du willst dann so, ich wollte so ein bisschen Commitment. Ich so, hey, was machst du übermorgen? Und der so, oh, das weiß ich noch nicht. Und ich denke mir so, was ist das? Kommst du heute nicht, kommst du morgen, Menschen? Das ist wirklich schwierig, weil da weißt du, du kommst nur mit dem Satisfier. Und das kann ja nicht das Ziel sein. Oder? Das ist wirklich, ja. Ich merke aber auch, also ich bin nicht die Einzige. Meine Freundinnen sind auch so ein bisschen frustriert, muss ich sagen. Die eine hat gesagt so, ja, ich werde nur angelogen. Das ist ganz schlimm, ich werde nur verarscht. Letztens schreibt mir einer, guten Morgen. Ich bin rausgegangen, habe geguckt, ob wirklich morgen ist. Das ist das Level. So. Ich habe eine andere Freundin, die ist von mir, die datet immer Musiker. Das ist ihr Ding, die liebt das. Ja. Und wenn die sich verlieben, ist das Schöne, manchmal schreiben die da Songs. Ja, ihr so, ich finde es mega. Ich find's super. Und dann sie so, ja, Nico hat mir jetzt ein Lied geschrieben. Und ich denke mir so, was ist das für eine Magic, Mann? Was ist das für eine Magic? Dir schreiben die Songs, mir schreiben die nicht mal zurück. Das ist doch unfair verteilt, oder nicht? Das ist doch nicht fair. Wo ich so, ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen. Ich war letztens mit zwei Freunden Pommes essen. So. Und dann meinte ich so, boah, die sind lecker, aber die sind ein bisschen sehr salzig irgendwie. Und der eine so, du, wenn du möchtest, kann ich dir die alle einmal vorher ablecken. Und ihr so, bäh. Und ich dachte so, boah, wie, ja. Danke. Ich dachte, wie nett. Oder? Ist doch so. Wir haben den gleichen Männergeschmack, merkst du? Nee, ist wirklich schön. Es ist ein schlimmes Thema, dieses Dating. Es ist wirklich nicht so richtig schön, muss man sagen. Nee, ich habe tatsächlich, ich habe aber auch nicht wirklich Ahnung. Ne? Ich mache so einen Job, wie ihr seht das jetzt gerade, das ist mein Beruf. Ihr so, wow, schwierig. Es gibt auch schlechte Ärzte, okay? Also auf jeden Fall, ist ja so. Jeder so, wie er kann. Ich mache das, also ich bin so auf einer Bühne und ich bin so laut und ich habe Meinung und ich habe rote Haare. Es ist wirklich nicht einfach. Ich bin auch so sehr da. Und da wurde mir auch wieder gefeedbackt, Laura, das kann auch einschüchternd wirken. So. Manchmal will ein Mann dich vielleicht auch so retten. So, der will so sagen, oh, eine Spinne, ich rette dich. Und da bin ich halt so, ja, okay, cool. Die wollen dich so an die Hand nehmen und dir so die Welt zeigen. Und die, also meistens machen die nicht so, aber ich würde es lieben tatsächlich, wenn einer mal... Mein Gott, so, aber die wollen so Aladdin sein. Die wollen so, I can show you the world. Und jetzt reib an meiner Lampe. Das ist so ein, das wollen, ja, so ein bisschen, So, das wollen die. Ich verstehe das ja auch, ne? Ich verstehe das, dass man auch mal so, man will so, man muss sich so retten lassen. Das ist irgendwie nicht mein Ding. Aber ich habe jetzt überlegt, ich orientiere mich jetzt so ganz leicht an so Pick-Me-Girls. Kennt ihr die? Pick-Me-Girls? So, die werden gepickt halt. Die können sich so hilflos machen, so ein bisschen. Pick-Me-Girls quasi. Die werden auch, ja, die werden ausgewählt. So. Die sind so hilflos und dann werden die gerettet. Ne? Und ich dachte jetzt, ich will mich nicht so ganz in der Ecke, sehe ich mich jetzt auf lange Sicht nicht.
Aber so ein bisschen, so mal so einen Kniff davon, habe ich gedacht. Ich bringe jetzt zum zweiten Date statt meiner Mutter einfach mal so ein Gurkenglas mit, was so ein bisschen zu fest zugeschraubt ist. Nur so ein Müh. So, weil das muss man euch lassen. Das könnt ihr richtig gut. Da bin ich, weil ich habe wirklich, ich habe dann so, ich sehe mich dann so, ich muss das dann auch richtig, ne, ich rüberbringen so. Ich sag dann während des Dates so. Ist wichtig, der Anfang so. Oh Manno. Ich hätte so Lust auf eine Gurke. Oder? So ein bisschen, ja, so hilflos. Oh, Mann. So. Ich glaube, das funktioniert. Aber ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Ahnung von Liebe, ist mir wieder aufgefallen. Bevor ich mit Comedy angefangen habe, habe ich eine Musical-Ausbildung gemacht und ich habe halt nie richtig gearbeitet. Also ich habe halt quasi einmal während der Pandemie einen anderen Job gehabt. Da war ich beim Frauenarzt. Ich habe beim Frauenarzt gearbeitet und ich saß am Empfang. Ich habe halt nichts Medizinisches gemacht. Und da habe ich meiner Meinung nach den schönsten Liebesbeweis ever erlebt. Ja? Es kam ein Mann rein. Das war schon verwirrend genug, ehrlich gesagt. Das war Corona, ich hatte ewig keinen gesehen. Ich so, wow! Hi. Und er so, hallo, ich möchte gerne was abgeben für meine Frau und legt mir mit Blickkontakt eine Stuhlprobe auf die Anmeldung. Und da habe ich gedacht, so, wenn du mit der Scheiße deiner Frau in der Jackentasche mit der Straßenbahn in eine Frauenarztpraxis fährst, das ist Liebe. Drunter mache ich's nicht mehr. Oder? Ich liebe den, muss ich sagen. Ich liebe den Mann. Wenn der nicht verheiratet gewesen wäre, ich hätte sofort angegriffen. Ich sag's euch ehrlich. Ich liebe den. Für mich ist das ein Held. So, der ist, also in meiner Generation, ne, diese kommst du heute nicht, kommst du morgen Typen. Für die ist es ja schon schwierig, wenn Tampons gekauft werden müssen. Das ist schon so, das finde ich irgendwie eklig. Das ist Watte. What? Vor was hast du noch Angst? Was? Die ist einzeln verpackt. Robert, kauf sie. So. Der Typ, der zu mir in die Praxis gekommen ist, morgens losgegangen, war so, okay, Schlüssel, Portemonnaie, Scheiße. Ja. Mein Auftrag ist klar. Ich seh den im Wind stehen mit so einem Cape. Wie so ein Superheld, so. Shitman. Stellt euch das mal vor, Shitman. Oh, da fliegt der. Ja, pff, oh, jedes Mal. Mein Gott. Shitman einfach. Na 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 na. Shitman. Das passt doch alles, oder? Der ist ein Held. Ich liebe den. Ich fahre ganz an der Straßenbahn jetzt. Ich sehe überall so. Ja. Ich sehe überall so Möglichkeiten. Steht so ein Typ, der guckt so ein bisschen verliebt und ich denke mir so, du. Du hast Scheiße dabei, oder? So, das war's von mir. Vielen, vielen Dank. Es hat sehr Spaß gemacht. Laura Brümmer!